Go Spezial. Die Moon City Vienna, mitten auf Österreichs größter Einkaufsmeile, der Marie-Hilfer-Straße, ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Neben der emotionalen Komponente sprechen auch die Zahlen für sich. Trotz Pandemie und mancher Ausgangsbeschränkung waren über 40.000 Menschen hier in der Moon City, was eine fantastisch hohe Zahl ist. Und natürlich, jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, wenn erst wieder alles aufmacht, wenn wir wieder unsere Freiheit zurückgewinnen. Und das wird sicherlich jetzt jede Woche besser und bis in den Sommer hinein toll sein. Daher machen wir es auch bis Sommer auf. Ganz klar, die Moon City ist einen Besuch wert. Dort angekommen, taucht man in eine Welt voll faszinierender Autos, fachkundiger Beratung und außergewöhnlichen Merchandise-Artikeln. Aber der Reihe nach. Wir sind reingekommen und dann wurden wir super herzlich begrüßt von einer Mitarbeiterin und die hat uns dann den ID4 gezeigt. Die Gründe für einen Besuch in der Moon City sind ganz unterschiedlich. Für manche sind es brennende Fragen rund um E-Mobilität, Ladeinfrastruktur oder aktuelle Förderungen. Andere kommen, um in den unterschiedlichsten Highlights der Autohersteller Probe zu sitzen. Auch die Haptik erfüllen und nicht nur im Internet ansehen, das finde ich sensationell und war für mich eine sehr spannende zweistündige Reise durch die Elektromobilität heute. Und einige Besucher haben sich gleich entschieden und beim Händler des Vertrauens gekauft. Was wird's? Der hier. Das Schöne in der Moon City, da gibt's wirklich für jeden Geschmack und Einsatzzweck das richtige Fahrzeug. Jede Menge Elektroautos und Plug-in-Hybride von VW, Seat, Skoda, Cupra, Audi und Porsche. Der Wunsch, ein so ein Auto zu besitzen, ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Porsche Taycan in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 macht schon was her, ist etwas ganz Neues und löst große Begeisterung aus. Wenn man die Leute fragt, wer ist denn schon einmal Elektroauto gefahren, dann wird man feststellen, die allermeisten Leute nicht. Dann glaube ich schon, dass man Fachleute fragen möchte. Man liest zwar viel in den Zeitungen, man hört viel im Rundfunk und Fernsehen, aber man möchte sich persönlich ein Bild machen und genau das kann ich hier machen. Eine kompetente 360-Grad-Beratung zu allen Themen der Ladeinfrastruktur und natürlich auch über alle Fahrzeugdetails. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das so nur in der Moon City geboten wird. Und man ist hier keine Laufkundschaft, sondern wird als Kunde wahrgenommen. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von hier, die fragen dich aus, was meine Wünsche sind. Und das finde ich sehr positiv, muss ich schon sagen. Und eine tatsächliche Rundumberatung beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Finanzen. Hier wissen die Profis von der Porsche Bank auf so ziemlich jede Frage eine passende Antwort. Ja, dementsprechend ist die Nachfrage groß nach Carsharing oder Abo-Modellen. Andererseits natürlich die normalen Leasing-Modelle, das heißt, was kostet mich das Fahrzeug im Monat, was für eine Laufzeit habe ich, das sind so die gängigsten Fragen dazu. Darüber hinaus gibt es bei uns im ersten Stock einen Merchandise-Bereich, einen Lifestyle-Bereich, wo die Kunden die Möglichkeit haben, zu den jeweiligen Marken Bekleidungsartikel oder andere Accessoires zu erwerben. Garniert wird die Elektro- und Bekleidungsvielfalt mit Gewinnspielen und einem Glücksrad. Später haben wir dann noch Merchandising probiert, das Porsche-Rad haben wir uns angeschaut und ein paar E-Scooter gab es auch von einigen Automarken. Allerdings gibt es nicht nur kleine und schicke Elektroscooter, sondern auch echte Autoalternativen für Städte, in denen Platz Mangelware ist. Und das ist der Seat Mo, ein Elektroroller. Da können Sie selber mal ein Bild machen, was kann denn alles Elektromobilität bedeuten und das mitten in der Innenstadt von Wien. Die Moon City ist somit das Kompetenzzentrum für die vielfältigsten Arten der Elektromobilität. Kein Wunder also, dass das Feedback ein überaus positives ist. Ich finde es auf jeden Fall ansprechend. Ich muss nicht extra ins Autohaus fahren, mir etwas anzusehen, sondern kann Einkäufe machen und wenn es mich freut, einfach vorbeischauen und reinschauen. Ich finde es auf jeden Fall ein Plus. Finde ich sehr, sehr cool, dass man das auch so in Real Life irgendwie hautnah anschauen kann, miterleben kann und sich informieren kann, ja. Ist eine coole Möglichkeit. Ich habe viele Eindrücke hier gewonnen und bin auch sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, ein e-tron zu kaufen. Auch Elektromobilität kann durchaus sexy sein. Danke!